Hallo und herzlich willkommen zu unserem Test zu Damage Inc. Pacific Squadron World War II. Das ist ein Flugzeugspiel, wie ihr erkennen könnt und wahrscheinlich auch schon in unserem First Looks gesehen habt. Es gibt über 30 akkurate Flugzeuge der amerikanischen und japanischen Luftwaffe. Um die 10, sogar ein bisschen mehr Spielstunden insgesamt in der Kampagne. Einen Multiplayer, einen Koop. Der Koop ist dann für die Kampagne im Multiplayer online. Eigentlich eine ganz gute Mischung vom Anhören jedenfalls. Frage ist, kann das Spiel auch etwas uns bringen? Simulationslastig, es gibt in der Special Edition einen Joystick mitgeliefert. Hier sehen wir also auch, auf was es ausgerichtet ist. Die große Frage ist es eigentlich, ist es besser oder kommt es ran an das nächste Woche erscheinende Air Conflicts Pacific Carriers? Pacific Carriers habe ich ja schon gebreviewt vor 2-3 Monaten. Wir haben es noch nicht ganz gespielt, also die Testversion ist natürlich noch nicht da, aber ich denke, man kann das schon ein bisschen vergleichen. Wir wollen uns aber erstmal natürlich Damage Inc. angucken und fangen mit der Story an. Ja, die Story ist, man kann sie eigentlich zu zweit aufteilen. Das heißt, erstens gibt es eben die ganz normale Kriegsgeschichte mit den Schauplätzen, den Kriegsschauplätzen, den Inselschauplätzen. Wir spielen also im Pazifik, wie der Name schon sagt. Und auch nur im Pazifik. Wir haben auch nur eine amerikanische Kampagne. Es gibt keine japanische Kampagne, wie sie es bei Pacific Carriers gibt. Wir sind Reaper Leader. Das ist unser Geschütz, unser Geschwadername. Der Leader also des Reaper Squadrons. Unser Bruder stirbt in Pearl Harbor in der zweiten Mission. Das ist soweit kein Spoiler, weil jetzt kommen wir zu dieser zweiten Ebene an Story. Mit in dieser echten Story von den echten Inselkämpfen gibt es eine zweite Story und das ist ein Racheakt, denn wir wollen den Tod unseres Bruders rächen und alle Personen in einem bestimmten japanischen Squadron töten, welche natürlich auch immer gegen uns fliegen und uns töten wollen. Diese Rache-Story ist meiner Meinung nach sehr, sehr absurd und aufgesetzt. Sie müsste nicht sein, ehrlich gesagt. Sie hat keinen positiven Ansatz irgendwie. Also es gibt kein Plus dadurch. Wohingegen die Schauplätze, an denen wir spielen, sehr, sehr gut akkurat nachempfunden sind. Auch überhaupt grundsätzlich, wo wir fliegen, also Wake Island zum Beispiel, ist nicht unbedingt so häufig. Wake Island, Guadalcanal, Iwo Jima, solche Schauplätze. Ziemlich, ziemlich cool. Auch vom Aussehen her sehr, sehr akkurat nachgebildet. Gefällt mir persönlich wesentlich besser als dieser Rache-Story-Aspekt. Also das ist ziemlich cool. Die Grafik in Damage Inc. ist zweigespalten. Zum einen, es gibt es momentan in Deutschland nur für die PS3 und Xbox 360 zu kaufen. Zum einen haben wir eigentlich eine recht tolle Grafik. Sie sieht recht gut aus. Wenn wir Cockpit-Ansicht zum Beispiel haben, ist alles wunderschön zu sehen in unserem Cockpit. Licht- und Schatteneffekte sind super, super toll. Das heißt, die Sonne kommt von hier oben. Wenn wir also mit unserer Tragfläche gegen die Sonne sind, ist unser Cockpit im Schatten. Wenn wir uns aber drehen, dann ist unser Cockpit hell erleuchtet. Vor allen Dingen ziemlich cool in der Nacht. Auf der anderen Seite gibt es aber dann Texture-Pop-Ins, einige Bugs, wo Flugzeugmodelle nicht richtig geladen haben in der einen Mission. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, der immer wieder kommt, das habe ich nicht überprüft. Aber sowas ist einmal passiert. Generelle Texture-Pop-Ins sind dann öfters passiert. Und natürlich auf den Konsolen gibt es kein Anti-Aliasing. Schatten im Cockpit selber, also von unseren Cockpit-Bars, die sind sehr, sehr kantig. Also wirklich richtig kantig. Fast schon unschön kantig. Also nicht das typische, kein Anti-Aliasing kantig, sondern irgendwie noch kantiger. Ich weiß nicht, warum ich das so empfinde. Aber ansonsten ist es eigentlich eine ziemlich coole Grafik. Ja, zum Hauptteil des Reviews, der Gameplay-Teil. Ich fange mal noch übergreifend zur Grafik mit an. Ich habe gerade eben die Cockpits erwähnt. Wir können in Cockpit-Ansicht fliegen oder hinter dem Cockpit, also hinter dem Flugzeug ganz normal. Das kann man einstellen am Anfang. Die Cockpits selber sind zwar detailliert gemacht, aber katastrophal. Es bewegen sich keine Instrumente. Es bewegt sich kein einziger Flightstick oder Ruderhorn. Selbst Stühle gibt es nicht. Das heißt, es gibt ein Flugzeug, wo wir recht drüber gucken können, wo es eigentlich einen Co-Pilot geben würde. Da ist weder ein Stuhl noch ein Co-Pilot. Das ist ein bisschen schade. Also, wenn man schon eine Cockpit-Ansicht hat, die so detailliert ist, dann könnte man wenigstens versuchen, vielleicht den Steuerknüppel oder das Ruderhorn beweglich, dass es sich bewegt, je nachdem, was hier Eingaben wir geben. Instrumente muss jetzt nicht unbedingt sein, aber gerade sowas wie das Steuerhorn, was sich nicht bewegt, ist extrem schade.
Ansonsten die Cockpit-Ansicht ist ziemlich cool. Vom Gameplay her können wir entweder actionlastig oder simulationslastig auswählen. Das habt ihr im First Looks gesehen. Ich habe jetzt simulationslastig gespielt und ich muss sagen, es hat mir extrem gut gefallen. Also es war sehr, sehr simulationslastig, sodass wir wirklich Seiten- und Querruder nutzen mussten und nicht einfach irgendwie fliegen konnten, sondern wirklich ein bisschen uns halt anhalten mussten an die Physik, sage ich mal. Das hat mir sehr gut gefallen. Also von der Simulation her ist es ein sehr schönes Gefühl gewesen, wie das Flugzeug sich angefühlt hat. Es war ein bisschen merkwürdig vom Gas geben und was ich negativ auch finde, ist, die Flugzeuge haben nicht unbedingt so einen großen Unterschied. Das heißt, wenn sie ein bisschen beweglicher sind, dann gehen sie vielleicht schneller um die Kurve. Aber es gibt ein großes Wasserflugzeug, Aufklärungsflugzeug, und das fliegt sich fast genauso, oder das kann man fast genauso fliegen wie einen Fighter, der dieselbe Beweglichkeit hat. Und ich weiß, natürlich hört sich das jetzt gerade so an, wie ja, selbe Beweglichkeit, müsste sich ja gleich fliegen. Aber so ein großes Wasserflugzeug fliegt sich trotzdem anders wie ein kleiner Fighter. Auch wenn sie jetzt von den Stats her im Spiel dieselbe Beweglichkeit haben. Also da kann man einem nichts, kann man nichts vormachen. Ist eigentlich so. Da war jetzt nicht so ein großer Unterschied. Aber an sich sind die sehr schön zu fliegen, die Flugzeuge. Und fühlen sich auch intuitiv an. Ihr wisst es, ich fliege ferngesteuerte Modelle draußen. Also man hat diese intuitive, man will direkt steuern, das funktioniert hier sehr, sehr schön und man merkt auch direkt, oh, das ist simulationslastiger. Zur Inszenierung. Das Ganze ist, ich will nicht sagen langweilig inszeniert, es ist inszeniert in einer Art und Weise, die irgendwie passiv ist. Das heißt, zum einen haben wir sehr wenig Mitstreiter, nur beziehungsweise unsere Mitstreiter sind nicht wirklich präsent. Ich erinnere an Blazing Angels, wo wir die Wingman hatten, die wirklich immer rumgeflogen sind. Wir haben gesehen, wo unsere drei Leute waren. Oder eben andere Spiele, wo wir wirklich große Luftschlachten haben, wo wir sagen, okay, es sind 50 Japaner gegen 50 Amerikaner oder Deutsche gegen Amerikaner und wir fühlen uns Teil einer Schlacht. Hier ist es so, dass es zwar auch Verbündete gibt, aber irgendwie scheint es so zu sein, dass wir alleine gegen die gesamte japanische Armada kämpfen. Wir greifen extrem viele Bodenziele an. Natürlich wird der Luft-zu-Luft-Kampf nicht vernachlässigt, aber wir greifen diese beiden Ziele so oft an und wir machen quasi alles alleine. Wir machen Aufklärungsflüge in einer Mission, in der nächsten oder sogar noch in derselben Mission bombardieren wir die ganzen Ziele, weil die zwei Bomber, die drüber geflogen sind, irgendwie alles verfehlt haben. Wir müssen als einziger Fighter auf Iwo Jima dem gesamten Bodenpersonal helfen, Bunker auszulöschen. Das ist spaßig und cool irgendwie, aber so ganz irgendwie dann auch wieder nicht, weil, mal ganz ehrlich, wollt ihr denn als Flugzeugspiel immer auf Bodenziele schießen? Ich muss ganz persönlich sagen, mir persönlich waren es zu viele Bodenziele. Das ist ein persönliches Empfinden, weil ich lieber Luft-zu-Luft-Kampf habe als Luft-Bodenkampf, gerade mit Fightern. Und da war es ein bisschen wenig, beziehungsweise wird sehr einfach, einen Luft-zu-Luft-Kampf zu machen, denn es gibt eine Zeitlupenfunktion. Und das heißt, sobald wir einmal einen Gegner gesehen haben, kommt ein roter Punkt vor seiner Nase, je nachdem, wo er eben ist, damit wir wissen, wo wir hinschießen müssen. Wir machen die Zeitlupe an, wir schießen auf die Zeitlupe, genauso in der Zeitlupe einfach schön alle ab. Sobald wir ein Flugzeug haben, was eine schnelle Feuerrate hat, holen wir Japaner runter. Ich habe in meiner allerersten Mission, ich glaube, 100 Flugzeuge in Pearl Harbor abgeschossen. Alleine. Das sind zu viele, meiner Meinung nach. Es kommt, wie gesagt, so vor, wir gegen die ganze Welt. Also das muss man halt einfach mögen. Meinem Geschmack nach ist das ein bisschen nicht ganz so gut. Zusätzlich zu dieser Inszenierung kommt auch noch die Synchronstimmen. Das ganze Spiel ist in Englisch synchronisiert. Es gibt einen deutschen Untertitel, aber keine deutsche Sprachausgabe. Und es hört sich nicht an, als wäre es ein Krieg. Also muss ich ganz ehrlich sagen, die reden mit einer Stimme, die nicht passt zu einem Krieg. Sie ist nicht emotional. Sie ist in keinster Weise irgendwie ausdrückend, dass gerade Krieg herrscht und gerade Menschen sterben. Ich meine, es ist jetzt nicht das Allergrößte, weil bei so einem Spiel sollte natürlich im Gameplay es Spaß machen zu fliegen und abzuschießen. Aber es ist so eine Atmosphäre-Sache, die einfach sich negativ auswirkt. Grundsätzlich vom Gameplay können wir sagen, es ist langweilig meiner Meinung nach inszeniert. Es sind
recht viele Bodenziele. Es sind ungefähr gleich viele Luftziele, wenn nicht sogar ein bisschen mehr Bodenziele. An sich spielt es sich gut. Also das heißt, das eigentliche Fliegen spielt sich gut, das eigentliche Abschießen spielt sich gut, außer bewegende Bodenziele abzuschießen, das ist etwas schwieriger. Aber feste Bodenziele und Flugzeuge lassen sich leicht abschießen. Da kommen wir zum nächsten Part. Das Spiel, ich habe es jetzt auf Mittel gespielt, war viel zu einfach. Und ich habe auch online schon gelesen, dass Leute gesagt haben, auch schwer war ihnen zu einfach. Und ich könnte es nachvollziehen, wenn schwer nicht unbedingt dreimal so schwer ist wie Mittel, kann das auch noch einfach sein. Es gab nur eine einzige Stelle, an der ich nicht weiterkam, wo ungefähr 500 japanische Bodenziele zerstört werden mussten, die sich bewegt haben. Und das ist einfach schwer zu treffen mit einem einzigen Flugzeug. Zusätzlich gibt es keinen Zwischenspeicher in Missionen. Das heißt, es gibt Checkpoints, wo ihr wieder rauskommt, wenn ihr sterbt. Aber wenn ihr die Mission beendet, müsst ihr sie immer neu anfangen, wenn ihr sie noch nicht fertig gespielt habt. Auch nicht ganz so cool. Aber vom Fliegen her macht es Spaß und vom Schießen her auch. Da macht es Spaß. Und vor allem, was ich toll finde, und das geht eigentlich nochmal zurück zur Grafik, ist das eigentliche Aussehen und diese eigentliche Lichtatmosphäre, weil die sieht sehr cool aus. Das ist eigentlich das Gameplay, muss ich sagen. Es ist eigentlich das Singleplayer-Gameplay. War vielleicht ein bisschen verwirrend jetzt. Es ist gut, langweilig inszeniert und irgendwie zu viele Bodenziele. Ich glaube, das kann man ganz kurz so zusammenfassend sagen. Und wir kommen jetzt zum Multiplayer. Ja, leider nicht. Wie jetzt fragt ihr jetzt, ja, du hast doch gesagt, es gibt einen Koop und einen Multiplayer. Ja, die gibt es und die funktionieren auch, nur. Ich muss sagen, ich habe es jetzt das ganze Wochenende lang versucht. Es spielt keiner. Es spielt einfach keiner. Weder gegeneinander noch miteinander will jemand dieses Spiel spielen oder spielt es nicht. Wahrscheinlich hat es keiner online. Ich hätte gerne gespielt, vor allem das Koop. Also wir können die gesamte Story, die gesamte Hauptkampagne im Koop durchspielen. Jedenfalls steht das so in Achievements von Xbox Live, also gehe ich mal davon aus. Und im Versus-Modus, also im Luftkampf-Modus, gibt es verschiedene Modi, die man spielen kann, wenn es Gegner geben würde. Also plant nicht drauf, das als Multiplayer-Spiel zu kaufen, weil es scheint so, als ob es nicht so viele oder gar keiner spielt. Wenn ihr jetzt noch Kumpels habt, die den Koop spielen mit euch und ihr wisst, die spielen Koop, braucht ihr online, braucht ihr zwei Konsolen. Man kann nicht auf einer Konsole spielen, beziehungsweise ich habe keine Option gefunden, dass man auf einer Konsole spielen kann. So viel kann ich zum Multiplayer nur sagen. Wenn ich in der Zeit des jetzigen Aufnehmens bis zu dem Zeitpunkt, wo das Video hochgestellt wird, wo ihr das gerade seht, in der Zeit nochmal mehrere Spiele zustande bekomme, werde ich euch nochmals im Video nachliefern, den Multiplayer. Zumindest den Gegeneinander-Multiplayer. Aber ich würde nicht drauf wetten. Also ich habe da einfach nichts gefunden. Nun, wir kommen zum Fazit. Wir haben schon ein bisschen länger jetzt geredet über die ganzen Sachen. Leider ist der Multiplayer nicht wirklich oft besucht, muss ich sagen. Das ist ein ganz großer Minuspunkt. Aber dem kann man nicht im Spiel ankreiden. Also das liegt natürlich an euch, an den Spielern, die das Spiel sich nicht gekauft haben bisher. Weil es auch so ein bisschen Underdog war und es irgendwie nie wirklich in Deutschland, habe ich das eigentlich bei keinem Magazin oder sowas wirklich groß gesehen als Test bisher. Es bleibt festzuhalten, dass wirklich von Kritikpunkten her in der Singleplayer-Kampagne ist einfach ein bisschen, ja, es ist einfach ein bisschen fade. Es fehlt die Inszenierung, es fehlt so ein bisschen das pompöse Kriegsgefühl. Also es ist mehr so eine Schießbude von wir gegen 100 Japaner und wir schießen sie alle ab und dann kommen immer noch mal 100 mehr, aber die schießen wir dann nicht, weil wir dann 100 Bodenziele angreifen. Vom Spielen her, also von der Steuerung her, vom Gefühl her, ist es toll. Aber von der Inszenierung her ist es eher langweilig. Ich habe mir hier aufgeschrieben, es gibt keine wirklich negativen Aspekte, die jetzt sagen würden, das ist katastrophal, deswegen kann man sich's nicht kaufen. Es gibt aber auch keine wirklich positiven Aspekte, wo man sagt, deswegen muss man sich das Spiel kaufen. Und aus diesem Grund bekommt es eine Silbermedaille. Auch wenn es nur eine schlechte Silbermedaille ist. Ich finde, Bronze wäre unterbewertet, aber es ist so eine Silbermedaille, die fast schon Bronze gewesen wäre. Ich wollte zuerst Bronze geben, aber ich muss sagen, da wäre es dann zu unfair. Also, es ist eine schlechte Silbermedaille. Und wenn ihr jetzt unentschlossen seid und sagt so, ja, das hört sich ja nicht überzeugt an, ja. Ich würde dann empfehlen zu warten in ein, zwei Wochen unser Test zu Air Conflict Pacific Carriers. Selbes Szenario.
ist das möglicherweise besser dann im Test? Schneidet es besser ab? Werden wir dann sehen. Und ich denke, dann kann man sich entscheiden, es zu kaufen. Wenn ihr ein Koop-Spiel sucht für eben Multiplayer-Kampagne, 10 Stunden Spielzeit etwa, dann solltet ihr vielleicht euch mal reinfixen, inwiefern ihr das für euch ist, weil das könnte ziemlich cool sein. Ich habe jetzt niemanden, mit dem ich zusammenspielen kann. Wir haben nur ein Muster bekommen. Von daher kann ich dazu nicht wirklich viel sagen. Aber das könnte interessant sein, weil meiner Meinung nach gibt es nicht so viele Koop-Spiele in diesem Genre, wo es wirklich die Kampagne komplett gibt und mit solch akkurat nachgebildeten Schlachten. Von daher, ja, denke ich, dass ich euch jetzt genügend erzählt habe über Damage Inc. Ich halte es nochmal ins Bild. Bedanke mich fürs Zusehen, erinnere noch einmal unseren Newsletter, den ihr abonnieren müsst, steht in der Videobeschreibung unten drunter oder auf unserer Webseite oben drüber, was ihr machen müsst, um den zu abonnieren. Einfach nur die E-Mail anschreiben, dann erinnere ich nochmal an YouTube, Facebook und Steam, da kann man überall liken und beitreten und was man nicht alles machen kann, was man auch machen sollte wahrscheinlich, zwingen tut euch keiner. Und bevor ich jetzt noch weiter über sowas rede, sage ich Dankeschön fürs Zusehen, ich freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ist ja klar, aber ich meine eben auch Tablets und überhaupt. Mal gucken, was Microsoft weitermacht. Ich bin leider diese Woche nicht dazu gekommen, das kleine Video zu machen, was ich machen wollte. Kaiser macht sich Gedanken über Microsofts Strategie.